lieber Rasenfreaks. Neuer Fangkorb. Das denn hier? Neuer Fangkorb. Neue Frontrolle. Und ich habe doch die Spindel jetzt höher gestellt. Ich wollte ja auf 12 mm runter. Das war zu hart. Das war mir doch denn jetzt zu tief. Ich bin ja jetzt von 25 gekommen mit dem Sabo. Dann auf 20 mit dem Sportman gegangen. Dann habe ich mir überlegt, ich gehe nicht tiefer runter. Ich versuche eher den E-Flex ein bisschen hochzunehmen und bin jetzt auf 18,5. Also das Maximale, was geht. Jetzt hier beim E-Flex ist 18,5. Höher kann ich nicht stellen. Und das ist natürlich auch vom Schnittbild wiederum sehr schön, weil dann die Streifen sehr gut rauskommen und weil der Rasen natürlich ein bisschen unempfindlicher ist bei Trockenheit. Wir haben jetzt irre warmes Wetter, 27, 28 Grad, den 17. Juni und es vertrocknet schon wieder alles. Trotz der Gewitter ist es hier zu trocken. Ich muss mehr wässern. Es ist Wahnsinn. Deswegen lasse ich das Gras jetzt ein bisschen höher stehen. 18 mm, das ist immer noch kurz für den normalen Rasenfreak. Und ja, ihr könnt gucken, wie es aussieht. Ich mähe jetzt hier mit meinem E-Flex und viel Spaß dabei. Ja, herrlich. Also der Rasen wächst wie verrückt. Ich hatte ja noch mal nachgedüngt. Das war vielleicht auch ein bisschen heftig. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist aber auch unheimlich gleichmäßig jetzt. Ein total gleichmäßig grünes Bild. Wir sind kurz vor 100%. Okay. Nie, nie. 100% erreichen wir nie. Seht ihr diese weißen Striche? Die sind jetzt so gut sichtbar und zeichnen sich so krass von diesem schwarzen Behälter ab. Und diese Striche sind dazu da, um die Spur zu treffen. Und das war mit dem alten Fangkorb gar nicht mehr wirklich richtig möglich, weil die völlig verblasst waren. Jetzt kann man hier richtig exakt in der richtigen Breite mähen. Also richtig cool. Das ist jetzt wirklich tief genug. Wahnsinn. Wahnsinn, echt. Was natürlich auch jetzt mega, mega, mega cool ist. Die Blüte ist vorbei. Die Pratensis-Blüte ist vorbei. Poa blüht hier noch da ein bisschen, aber das macht nichts. Stört den Rasenfreak überhaupt nicht. Nein. Alles gut. Und dadurch ist natürlich das ganze Bild wieder viel, viel gleichmäßiger. Der Sportman hat ein paar Gräser nicht wirklich gut geschnitten. Man sieht so teilweise so weißliche Schleier. Es gibt komischerweise Gräser, die sind relativ zäh, die sind relativ elastisch. Und wenn das Messer nicht wirklich scharf schneidet, lässt auch der Sportman, der das Papier eigentlich gut schneidet, doch die Gräser stehen und schneidet sie nicht sauber ab. Und das sieht man hier zum Beispiel sehr gut. Hier sieht man das. Dichter, 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 dichter. Genau, hier sieht man das sehr schön. Da ist das Gras nur gequetscht worden. Natürlich eine Katastrophe
so ein Gras beim Rasenfieger überhaupt zu zeigen. Und da hatte der Sportman tatsächlich das Gras nur gequetscht und nicht sauber geschnitten. Hier auch. Und das sind so ganz nur vereinzelt so Nester, wo das Gras keinen perfekten Schnitt hat. Der E-Flex schneidet da deutlich besser. Da gibt es das nicht. Und deswegen muss ich sagen, der E-Flex ist schon cool. Tatsächlich noch so Stängelnester. Da liegen sie. Tja, die reiche ich jetzt alle einzeln raus. Auf 800 Quadratmetern. Da sieht man echt deutlich. Aber das wird sich reduzieren. Gehe ich mal von aus. So, dann kann ich noch ein bisschen. Dann kann ich noch ganz kurz. Ja, lieber Rasenfreaks, hier in den Schrägen sieht man eben das, was ich in meinem letzten Video gesagt habe. Man sieht das breite Ende der Rolle. Das drückt sich jetzt hier wie so zwei Spuren relativ stark in den Boden rein. Das ist nicht perfekt. Auf der Fläche sieht man das natürlich nicht, aber hier in der Schrägen drücken halt die breiteren Enden der Frontrolle stark rein und das ist vom Bild, finde ich, nicht ganz so optimal. Ja, man kann nicht alles haben. Reiner Sport. Mähen ist reiner Sport. Da brauchen wir nichts anderes. Das ist schon richtig gut jetzt. Das ist schon richtig schön dicht, schön gleichmäßig. Das hat schon Golfplatzniveau. Ja. Das ist schon echt gut. Boah, ey. Aber je öfter man mäht, desto besser wird es. Auch gerade mit dem Spindelmäher, ne, einmal rüber, ist noch nicht perfekt. Dann stehen zu viele Helmchen hoch. Wieder zurückmähen, vielleicht nochmal hin und zurück. Je öfter, desto besser. Mal kreuz und quer. Eigentlich kann man sich den ganzen Tag damit beschäftigen. So, lieber Rasenfreaks, das war es jetzt mit dem kleinen Video zum Thema er mäht mit dem E-Flex. Ich mähe mit dem E-Flex auf 18,5, ne, ganz genau 18,5 mm. Um den Rasen nicht zu tief zu mähen, ne, nur 18,5. Sieht toll aus. Echt schön. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, euer Rasenfreak. Bleibt dran.